zum Tod von Maximilian Schell, der Künstlernomade. Intelligent und glamourös, der Schauspieler und Oscar-Preisträger Maximilian Schell ist tot. Der Lebemann war auch ein rastloses Arbeitstier. Mehr als 100 Titel enthält seine Filmografie. Er war der erste deutschsprachige Schauspieler, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen Oscar als beste Hauptdarsteller gewann. Und das ausgerechnet für seine Rolle in einem Film, der sich mit den Verbrechen der Deutschen während des Nationalsozialismus beschäftige, Stanley Kramers Gerichtsdrama Das Urteil von Nürnberg von 1961. Der blendend aussehende Schell spielt darin einen Verteidiger, der sich als jugendlicher Idealist zwischen versteinerten alten Männern behauptet und im Schlussplädoyer mit wehender Hartrolle das Maß der Verstrickung zu relativieren versucht. Deutschland allein ist nicht schuldig. Zum Staraufgebot des Films gehörten Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Wimack und Montgomery Clift. Der Oscar jedoch ging an Maximilian Schell, er legte den Grundstock zu seiner Hollywood-Karriere. Die Vergangenheit zum Sprechen bringen. Die Vergangenheit zum Sprechen bringen, war eine der Spezialitäten von Maximilian Schell, der nicht nur als Schauspieler und Moderator, sondern auch als Opernregisseur, Produzent, Autor und Filmemacher arbeitete. Besonders seine Dokumentationen lagen ihm am Herzen. Er war der Einzige, der es geschafft hat, die extrem zurückgezogen in Paris lebende Marlene Dietrich 1984 zu Interviews zu überreden. Kennengelernt hatten die beiden sich bei den Dreharbeiten zu Das Urteil von Nürnberg. Einen noch intimeren, anrührenden Film hat Maximilian Schell 2003 seiner 2005 verstorbenen, 4 Jahren älteren Schwester Maria Schell gewidmet. Meine Schwester Maria zeigt, wie der inzwischen demente ehemalige Filmstar auf einer Alm in Kärnten sitzt und milde lächelnd im Fernsehen ihre Kinoerfolge der Nachkriegsjahre anschaut. Offensichtlich schon Bewohnerin einer ganz anderen Welt. Der weltabgeschiedene Berghof in Kärnten war der von Maximilian Schell. Hier verbrachte er auch seine Kindheit. Die Alm ist einer meiner Ankerpunkte, sagte er einmal. Hier spüre ich die Verbindung zur Familie. Das ist etwas, das bleibt. Von hier aus pendelte er viele Jahre regelmäßig nach Los Angeles, seinem zweiten Wohnsitz. Die Verbindung in die USA hat er in der Zeit der Bush-Regierung gekappt. Es war nicht mehr das freie und kreative Land, das ich kannte. Trotzdem hatte er weiter viele Kontakte nach Hollywood. Schell ist einer der Taufpaten von Angelina Jolie. Ihr Vater John Voight spielte 1975 in Schells Dürrenmatt-Verfilmung Der Richter und sein Henker eine Hauptrolle. Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt wiederum war einer von Schells engsten Freunden. Er spielte den Hamlet in Gruntens legendäre Abschiedsinszenierung. Geboren wurde Maximilian Schell am 8. Dezember 1930 in Wien, wuchs aber in der Schweiz auf. Sein Vater war der Schweizer Schriftsteller Hermann Ferdinand Schell. Seine Mutter die österreichische Schauspielerin Margarete Noé von Nordberg. Alle 4 Kinder ergriffen den Schauspielberuf. Maximilian Schell nicht, ohne vorher Kunst- und Literaturgeschichte, Germanistik und Theaterwissenschaft studiert zu haben. Ich bin kein Erfolgsmensch und kein Bühnenmensch. Ich bin Student und das bleibt auch so, hat er noch im Jahr 2008 gesagt. Er debütierte 1952 am Basler Staatstheater, landete dann an den Münchner Kammerspielen und wurde von Gustav Gründgens an das Hamburger Schauspielhaus geholt. Dort spielte er 1963 den Hamlet in Gründgens legendäre Abschiedsinszenierung. Einen klar definierten Beruf haben, sich im enge künstlerische Kategorien finden, war Maximilian Schells Sache nicht. Ich wandere durch das Leben und durch alle Bereiche der Kunst. Und zwar mit Großschauspielergeste, im wehenden Mantel und einem dekorativ umgeschlungenen Schal. Den notorischen Schal-Look pflegte der sonore Bariton mit Weltstar Apple im Fernsehen nicht nur als gern geladener Talkshow-Gast, sondern auch als geschichtskundiger Plauderer in der ZDF-Dokumentarreihe Terra X, wo er die Zuschauer durch die Weltreiche von Kalifen, Shogunen und Cäsaren führte. Ein charismatischer Märchenonkel und Universalgelehrter in einem.